willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine letzte Filmreview ist ja schon ganz schön lange her und da ich vielleicht bald zu Teil 2 ins Kino gehe und vielleicht eine Kino-Review machen möchte, dachte ich mir, müsste ich ja vielleicht erstmal eine Review vom ersten Teil machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht um The Amazing Spider-Man von Mark Webb. Das ist das Reboot zu Spider-Man. Das Leben ist nicht gerade leicht. Ich habe mir Feinde gemacht. Mächtige Feinde. Die ich liebe, habe ich in Gefahr gebracht. Aber was mich antreibt, mein ganzes Leben lang, ist die Suche nach der Wahrheit über meine Eltern. Und ich weiß nicht, ob ich noch großartig was zu der Story sagen muss. Es geht um Peter Parker, hier gespielt von Andrew Garfield, der im frühen Kindesalter schon seine Familie verliert, beziehungsweise seine Mutter und seinen Vater. In diesem Film wird das so dargestellt, dass seine Eltern fliehen müssen, in ein Flugzeug steigen und dieses Flugzeug leider abstürzt. Er verliert also seine Eltern und landet bei seinem Onkel Ben und seiner Tante May, die ihn liebevoll großziehen, aber nie wirklich über seine Vergangenheit reden. Und er entwickelt sich zu einem guten Menschen. Er verarbeitet den Tod seines Vaters irgendwie und wird zu einem sehr, sehr klugen Menschen. Er beschäftigt sich sehr gerne in seiner Freizeit mit Wissenschaft, was er natürlich auch irgendwo von seinem Vater geerbt hat, der ebenfalls mit Wissenschaft ein bisschen gearbeitet hat. Was genau der Vater gemacht hat, weiß er aber nicht, weil Tante May und Onkel Ben darüber auch nicht wirklich reden wollen. Eines Abends findet er dann im Keller eine alte Aktentasche, die ihm sehr bekannt vorkommt. Er kann das aber nicht ganz einordnen, bringt die Aktentasche aus dem Keller mit nach oben, zeigt sie Onkel Ben und Tante May und die wissen natürlich sofort, das ist die Aktentasche seines Vaters. Ja, ganz euphorisch untersucht der liebe Peter dann diese Aktentasche, findet aber nichts außer ein Zeitungsbild von seinem Vater und einem anderen Professor. Und sein Onkel und seine Tante können ihm dazu aber leider nicht viel sagen. Und ab da versucht er herauszufinden, wer dieser Professor ist. Nach einigen Hin- und Hergesuche, unter anderem durch Google, findet er dann heraus, dass dieser der Professor ist, der mit seinem Vater zusammengearbeitet hat an artübergreifender Genetik. Und Peter geht in diesem Labor seine Wege und versucht, Informationen über seinen Vater zu finden und kommt in ein Labor voll mit Spinnen und er weiß gar nicht, was da gerade abgeht und dann wird er von einer dieser Spinnen gebissen und ahnt noch nichts Schlimmes, aber mit diesen Spinnen wurde rumexperimentiert und schon bald ist es so, dass er Kräfte entwickelt, die er vorher nicht hatte. Er ist stärker, als er je war und seine Hände kleben an Sachen. Er geht nochmal zu diesem Professor und versucht ein bisschen herauszufinden, was das sein könnte und was jetzt passiert mit ihm. Und ja, sie reden und reden und reden und irgendwann kommt es dazu, dass der Professor erzählt, dass all seine Experimente bis jetzt an einer bestimmten Formel gescheitert sind. Und zwar ist das die Verfallsformel. Diese hat er nämlich nie wirklich beenden können. Und Peter hat in der Aktentasche seines Vaters eine Akte gefunden, in der diese Verfallsformel steht. Er gibt sie dem Professor und das löst eine Kette von Ereignissen aus, die nicht sehr gut ist. Und naja, der Peter, der muss sich verantworten für etwas, das tragisch ist in seiner... Ja, es passiert halt etwas Tragisches und er ist daran mehr oder weniger schuld. Er wird dann zu Spider-Man und versucht, seine Schuld irgendwie zu begleichen und dann passieren halt Sachen durch diese Verfallsformel, die er dem Professor gegeben hat und irgendwie wird alles nur schlimmer und er ist an allem schuld und er versucht aber irgendwie alles zu retten und setzt alles daran, alles zu retten. Und ob ihm das gelingt, das kann ich euch nicht sagen, dafür müsst ihr den Film schon selber schauen. Du bist ein gesuchter Mann, Peter Parker. Du glaubst doch nicht, was die Polizei sagt, oder?
Mein Dad lässt 500 Polizisten nach dir suchen. 500? Echt ein bisschen exzessiv. Wenn du schon Autos klaust, zieh dich nicht auch noch wie ein Autodieb an. Oh, meine Schwachstelle. Kleine Messer. Wer bist du? Meine Meinung zu dem Film, ich fand den Film wirklich grandios. Ein wirklich, wirklich tolles Reboot. Und man hat die Möglichkeiten, die man hat oder die man jetzt schon hatte 2012, ist jetzt nur auch schon 2 Jahre her, wirklich sehr gut eingesetzt, wenn man das jetzt mal ein bisschen vergleicht mit dem Film mit dem anderen Schauspieler. Ich will immer Tobey Maguire sagen, bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, deswegen sage ich es lieber nicht. Da hat man schon gesehen, zum Beispiel auch die Spinnenweben, die waren ja im anderen Film, naja. Und in diesem Film waren sie sehr interessant dargestellt. Es ist auch viel mit CGI gemacht. Es geht ja dann später auch um ein bestimmtes Monster, das ich nicht wirklich vielleicht, also da, hinter dem Gitter da. Leider stellt meine Kamera jetzt nicht so scharf, wie ich das möchte. Da ist auf jeden Fall da, seht ihr es? Naja, auf jeden Fall geht es halt um ein Monster, das ist komplett mit CGI-Effekten gemacht. Und ich finde, es sieht alles jetzt gar nicht so computermäßig aus. Das haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Und auch generell finde ich das ganz toll, wie sie diese Geschichte, sag ich mal, aktualisiert haben. Also, wenn man jetzt mal vergleicht mit dem anderen Film und diesem Film, ist es mehr so, in dem anderen Film wurde der Peter Parker wirklich als, als Nerd, als Streber dargestellt. In diesem Film ist es mehr so, dass dieser Peter Parker hier zwar auch ein sehr, sehr schlauer Junge ist, aber kein wirklicher Nerd. Er ist mehr ein halt Junge, der sich für die Wissenschaft interessiert und er ist ein Außenseiter, er wird nicht wirklich anerkannt, aber er fährt zum Beispiel Skateboard, was vielleicht jetzt nicht das Allernerdigste ist. Und mit Andrew Garfield ist diesem Mark Webb auch eine Besetzung gelungen, die jetzt nicht gerade strebermäßig aussieht. Und generell ist alles ein bisschen anders gemacht. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann der andere Film rausgekommen ist, nerdig war. Das ist jetzt ja nicht mehr nerdig. Und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz gut, dass sie das hier alles so ein bisschen realistischer gemacht haben und dass es ein bisschen mehr in unsere Zeit passt und alles ein bisschen nachvollziehbarer ist auch. Und Erzählen Sie uns was von sich, Mr. Parker. Was macht Ihr Vater, Peter? Ich kannte meinen Vater kaum. Ich war noch klein, als meine Eltern weggingen. Peter, eines Tages wirst du es verstehen. Haben Sie dem Jungen die Wahrheit über seinen Vater erzählt? Dr. Connors? Ich bin Richard Parkers Sohn. Wenn du die Wahrheit über deine Eltern wissen willst, Peter, komm und hol sie dir. Zum Cast. Andrew Garfield haben sie ausgewählt als Spider-Man, der seine Rolle wirklich, 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 wirklich gut spielt. Man kauft ihm das zu jeder Szene ab und es ist halt auch so, dass das einer der Schauspieler ist, der es wirklich schafft, den Zuschauer so ein bisschen mitfühlen zu lassen mit einem selbst und also mit Peter, das macht er wirklich, wirklich toll. Und dann haben wir Emma Stone als seine Freundin Gwen Stacy, die das auch sehr, sehr gut macht. Ich kannte sie bisher aus Zombieland. In Zombieland spielt sie eine komplett andere Rolle mit wirklich komplett anderen, da ist sie mehr so die Draufgängerin und hier ist sie halt so die Freundin, die einer reichen Familie, die Tochter des Polizeichefs, der Spider-Man jagt und sie dürfen eigentlich nicht zusammen sein und eigentlich müsste sie ihn aufhalten, aber sie liebt ihn und das spielt sie wirklich sehr, sehr gut. Auch der Professor. Also alles ein sehr gut besetztes Cast, finde ich. Die Schauspieler, denen man das alles wirklich abkaufen kann, die auch wirklich in die Rollen reinpassen. Also kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe mir schon mal ein bisschen was von dem Bonusmaterial angeguckt. Das Bonusmaterial auf dieser Blu-ray ist das Audiokommentar. Und zwar ist das Audiokommentar komplett nochmal. 136 Minuten, so lange geht der Film übrigens. 136 Minuten nochmal
gequatscht wird von Mark Webb und so. Und die haben erzählt, als Andrew Garfield zum Casting gekommen ist, hat er ein Bild mitgebracht von ihm, als er 3 Jahre alt war in einem Spider-Man-Anzug. Und das hat mitunter diese Produzenten auch überzeugt, würde ich sagen. Andrew hat sich in die Filmarbeiten wohl auch sehr gut mit integriert. Man merkt auch, dass er diese Rolle gerne spielt, dass er diese Rolle nicht spielt, weil ich bin Schauspieler, ich muss diese Rolle spielen können, sondern dass er diese Rolle wirklich ausfüllt und dass er in diesem Moment wirklich der Peter Parker ist und auch dieser Peter Parker sein will. Aber nicht dieser, oh mein Gott, ich bin nerdig, ich komme an keine Frau ran und weiß ich nicht was, sondern mehr halt wirklich dieser, ich bin Außenseiter, ich habe meine Familie verloren, vielleicht will ich jetzt auch erstmal an gar keine Frau rankommen. Ich komme ganz gut klar mit meinem Leben, ich fahre Skateboard und ich will mehr über meinen Vater herausfinden. Und das spielt er wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich weiß gar nicht, viel mehr gibt es zu dem Film, glaube ich, gar nicht zu sagen. Bereit, Gott zu spielen? Es gab einen Anschlag mit biologischen Waffen auf New York City. Peter, Geheimnisse haben ihren Preis. Ich muss ihn stoppen. Glaubst du, das, was dir passiert ist, Peter, war ein Unfall? Hast du irgendeine Ahnung, was du wirklich bist? Es gibt hier und da, also das ist so mein einziger Kritikpunkt, so ein paar Logikfehler. Zum Beispiel ist es so, dass ja irgendwann dann, sag ich mal, kurz vor Hälfte des Films, naja, ein bisschen früher, im ersten Drittel des Films kommt ja dann auch raus, dass es einen Spider-Man gibt. Dieser Spider-Man ist in Nachrichten, weil er ja Verbrecher jagt und so. Und dann ist es so, dass der Peter Parker in seiner Highschool ein paar Sachen macht, die eigentlich eindeutig darauf hinweisen, dass er Spider-Man ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit seinen Spinnennetzen irgendwie schießt oder so, dass man das jetzt, das wäre, glaube ich, das wäre noch ein bisschen sehr unlogischer gewesen. Aber es ist zum Beispiel so, dass er ja eigentlich der Nerdjunge ist, den keiner kennt, beziehungsweise halt eher der Außenseiter, den keiner kennt. Und dann auf einmal ist er viel stärker geworden und ja, macht bestimmte Sachen, ich möchte jetzt nicht spoilern. Und das ist halt so, dass das aber irgendwie niemand hinterfragt. Das ist dann halt so, ja, er hat das jetzt gemacht. Egal. Er hat das vorher noch nie gekonnt und das kann auch kein anderer Mensch. Aber wir hinterfragen das nicht. Aber ich finde, da kann man auch gut drüber hinwegsehen. Wenn ich ganz stark und böse sein müsste, dann müsste ich den Film deswegen jetzt eigentlich auch einen Stern abziehen und das mache ich wahrscheinlich auch. Aber ich muss ehrlich sagen, Andrew Garfield mit seinem Hundeblick ist einfach unglaublich und ich kann eigentlich sehr gut darüber hinwegsehen, dass es hier den einen oder anderen Logikfehler gibt. Und es ist jetzt auch kein krasser Logikfehler, also dass man jetzt sagt, irgendwie das könnte so gar nicht funktionieren. Also, ne? Also das ist schon was, worüber man gut hinwegsehen kann. Und ich kann diesen Film einfach jedem empfehlen, auch den Leuten, die sich denken, hey, ich fand die alten Filme mit dem anderen Schauspieler eigentlich auch ganz gut und ich möchte mir das jetzt nicht versauen lassen, beziehungsweise Reboots enden nie gut oder so. Dieses Reboot hat gut geendet, beziehungsweise gut angefangen, denn soweit ich weiß, wird das auch wieder eine Trilogie. Ich möchte jetzt auch, wenn es geht, in den zweiten Teil gehen, demnächst. Und ja, dieser Film hat mich einfach gefesselt. Es ist auch einfach wirklich, er sieht auch einfach wirklich gut aus, der ganze Film. Also nicht nur Andrew Garfield, sondern halt wirklich mit den Effekten und was man alles so hat. Und auch der Anzug, den man jetzt hier vorne sieht, wenn man den so ein bisschen vergleicht mit dem Anzug aus dem letzten Film. Also, ne, da hat sich schon ganz schön was getan und die haben ihre Möglichkeiten schon sehr gut genutzt. Und ja, ich würde diesem Film auf jeden Fall, eigentlich würde ich dem Film am liebsten 6 von 5 Sternen geben, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat, aber wegen diesen paar Fehlerchen würde ich sagen, kriegt dieser Film 4 Sterne von mir, 4 sehr, 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 sehr gute Sterne, 4 Sterne, die euch sagen, wenn ihr den Film irgendwo seht, kauft ihn euch, guckt ihn euch an und geht am besten noch in Teil 2 zum Kino und ja, das war's von mir, wir sehen uns auf der nächsten.
das war meine Filmreview zu The Amazing Spider-Man Teil 1 und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat der Film, wie gesagt, wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte auch einfach mal wieder Lust, eine Filmreview zu drehen und gerade zu diesem Film ist das natürlich irgendwie auch passend, jetzt wo jetzt auch Teil 2 in die Kinos kommt. Ich hoffe, ich habe das mit dem Trailer reinschneiden wieder ganz gut hinbekommen. Den ganzen Trailer könnt ihr euch unten in der Infobeschreibung nochmal ansehen, beziehungsweise da habe ich den Link, wo ich den Trailer her habe und auf diesen Link, wenn ihr auf den klickt, dann seht ihr den Trailer, so meine ich das. Und ja, außerdem findet ihr in der Infobeschreibung auch noch meine ganzen Social Media Links zu Instagram, Goodreads, Facebook und zu meinem Blog. Und unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Was das ist, kann ich euch leider nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, wann ich diese Review hochlade. Klickt einfach drauf, so schlimm kann es ja nicht werden. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Review fandet, wie ihr den Film fandet, falls ihr den Film schon mal geguckt habt, ob ihr den Film vielleicht jetzt gucken wollt. Und ob ihr vielleicht, wenn ihr Teil 2 schon geguckt habt, wie euch Teil 2 gefallen hat. Und ob ihr wollt, dass ich noch eine Kino-Review zu Teil 2 mache oder jetzt eher nicht so. Das könnt ihr mir sagen. Ich mache sie wahrscheinlich trotzdem, aber ihr könnt mir trotzdem sagen, ob ihr das vielleicht und wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen traumhaften Tag. Bei mir scheint gerade die Sonne. Ich nehme das hier gerade am Ostermontag auf. Ich weiß nicht, wann ihr das seht. Vielleicht wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen. Das könnt ihr allein bestimmen und dann hoffe ich nochmals, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!